Die abendliche Ruhe trügt. Hier im deutsch-dänischen Grenzgebiet am Rande der nordfriesischen Ortschaft Aventoft bereiten sie sich auf ein riesengroßes Spektakel vor. Hier im Schutze des Schilfs und Reeds rasten mehrere hunderttausend Stare, die immer abends vor Sonnenuntergang in der Luft zu tanzen beginnen. Die tanzen nicht um Spaß, die tanzen um Leben und Tod. Die kommen hier rein, Greifvögel greifen an und dann machen sie eine Form, einer Greifvogel kreiert eine Form, an anderen eine andere Form. Die imposanten Formationsflüge der Stare dienen also nur ihrem Selbstschutz. Und ganz nebenbei begeistern sie täglich aufs neue Naturfreunde, die sich von Vogelexperte Ivar Gram, einem gebürtigen Dänen, hier in das Grenzgebiet mit Bussen fahren lassen und viel Interessantes zum Massenaufkommen der Stare erfahren. Wir wissen nicht, warum gerade Staren in großen Truppen. Wir haben eine Theorie, die haben den Augen vorne und nicht hier an der Seite. Die viele Vögel haben Augen hier, die können hinten sehen. Staren sehen direkt vorne als wir. Und das bedeutet, die sind nicht so gut geschützt. Deshalb glauben wir, sind sie in größeren Truppen. Dann haben man mehr Augen auf alle Seiten. Beobachten und staunen darüber, was hier jeden Abend passiert. Die Stare sammeln sich vor ihrem Abflug Anfang November nach West- und Südeuropa. Wir haben immer wieder gehört von der schwarzen Sonne und dass wir hier so ein Naturschauspiel erleben, was nirgendwo anders zu sehen ist. Und dann haben wir uns gestern eigentlich mal gesagt, Mensch, wann können wir denn mal hin? Mit dem Auto hinfahren ist nicht, da wissen wir gar nicht, wo das ist. Wir fragen am besten Profi. Der Profi-Biologe Gram bietet seit 44 Jahren Exkursionen in das deutsch-dänische Grenzgebiet an. Möchte die Begeisterung für die Stare mit anderen teilen können. Ich hatte mir zwar noch einen viel riesigeren Schwarm vorgestellt, schwarze Sonne, aber es war trotzdem sehr eindrucksvoll. Die Stare sammeln sich hier zwar, aber sind nicht immer an einem Ort zu finden, wechseln die Schlafplätze aus gutem Grund. Hier sind sie etwa 10 Tage und in 3-4 Tagen sind sie wahrscheinlich an einer total anderen Stelle. Dann ist die Schilfhöhe runtergebrochen. Entschuldige, die machen 20 Gramm Guano auf den Bett, jeden Star, jeden Nackt. Das wird richtig schmutzig. Der Schilf wird runtergebrochen und dann nehmen sie sich ein neues Areal. Oder Greifvögel sind so aggressiv oder Menschen haben etwas gemacht. Noch bis Anfang November findet das Naturschauspiel der Stare an der deutsch-dänischen Grenze statt.